Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in der letzten Mission unterwegs, tatsächlich. Also es ist komplett neue Aufnahmesession jetzt gerade. Und, ach, guckt mal da unten, da sehe ich doch schon wieder was hier. Macht den kaputt. Sehr gut, das war nämlich einer der Transporter, die uns hier unten immer genervt haben. War tatsächlich ein Trigger-Effekt. Jawohl. Genau, wir sind auf dem Weg in die letzte Schlacht quasi gegen die Erde. Ganz genau mit unseren Einheiten hier. Und als Missionsziel müssen wir ja jetzt nur noch General Buta in die Nähe eines Erdkapitols, um dies zu erobern. Genau, drei Kapitole müssen wir erobern. Die Erde ist nur halb so groß wie der Mars. Das sind Flugfelder. Okay, gucken wir uns das mal an da oben. Boah, sieht ja ziemlich vermint aus alles, ne? Aber gut, schauen wir mal. Gut. Ich mache mal nochmal ganz kurz einen Aufnahmecheck. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, alles gut. Alles gut. Okay, so, also wir waren... Warum kann ich nicht? Ach so, okay, nee, das geht ja hier nicht. So, wir müssen, glaube ich, diesen Buta Kwai war das, ne? Den wir da auf die Erde bringen müssen. General Buta, genau. Okay, das heißt, Khan Sundo kann hier bleiben, oder beziehungsweise... Ja, ich nehme den auch mal mit, kommt. Warum denn dich? Ja, Okan. Genau, und unsere Transport, die hier, die sollten eigentlich hier oben hinfahren, ne? Genau, ich habe natürlich einen Aufklärungstrupp zur Erde geschickt, noch beim letzten Mal als letzte Aktion quasi. Und ja genau, hier die Schlacht haben wir schon geschlagen, richtig. Team 1 ist da drin, okay. Das heißt, die können schon mal den Weg bis dahin freiräumen. So, unsere Generäle gehen bitte hier in diesen Transporter mit rein, genau. So, und bitte mal auf den, in Richtung Phobos, bitte. Genau. Ist der sicherere Weg, als jetzt hier unten durch den Schatten zu fahren. Wisst ihr, wie ich meine? Und genau, das wusste ich nämlich, dass hier wieder was abgeht. So, zack, zack. Und mach den direkt kaputt. Bumm. alle auf einmal geschossen hier. So, dann hier weiter geht's. Und... Ah, verdammt. Können gar nicht, ne? Haben nicht genug Energie, okay. Aber hey. Ja, dann erkunden wir mal den Bereich hier. So, da ist wieder... Hier geht wieder was ab. So, ihr macht den bitte kaputt. Und wenn der kaputt gegangen ist, macht ihr bitte alle hier das hier. Bam. Der Todesstrahl. So, da ist Erde da oben. Krass, die haben tatsächlich keine Laserkanonen, ja. Okay. Ja, also keine Abwehrgeschütze für Weltraumeinheiten. Das ist natürlich mega nice. So, dann. Einmal hier drauf, bumm. Hallo? Ich habe gesagt bumm. Jawohl, ja. Alles klar. Und die Flak kann aber nicht drauf schießen auf uns, ne? Denke ich mal. Weil das wäre sinnlos, wenn eine Flak auf Weltraumeinheiten schießen könnte. Aha, aber die Weltraumeinheiten können die auf die Türme schießen. Jawoll. Na gut, alles klar. Wir sind an der Erde angekommen, Freunde. Müssen auf jeden Fall hier diese Verteidigung platt machen. Während unsere Einheiten kommen, weil dann ist die Schlacht ein bisschen einfacher. So. Den Panzer können wir leider nicht schießen. Aber hey, alles cool. Läuft eigentlich. Und ihr könnt mal bitte gleich euch mal hier anstellen. Einheiten hier unten. Und ihr... Ihr Generäle, kommt bitte mal mit nach oben. So, ich hoffe, dass sie dich währenddessen jetzt draufgehen. Um Himmels Willen.
Nein, 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 wo kommt ihr denn her? Oh Gott! Wo kommt ihr denn her? Oh, erschreckt mich doch nicht so, Leute. Jetzt fällt hier auch noch ein Stuhl von mir um. Ihr feigen Ratten. Hört ihr auf. So. Puh. Schwein gehabt. Okay. Da ist hier gerade der Stuhl rechts neben mir umgefallen. Ey, meine Güte. Ja, das kann schon heiter werden. Aber gut. So. Ich speichere das lieber nochmal. Ich bin irgendwie schon richtig nervös. Ja, es ist tatsächlich jetzt die letzte Schlacht hier. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir hier dann einfach mal sagen, los, raus, Weltraumgleiter. Geht hier raus? Ah, hier oder was, ne? Ja, könnt ihr euch mal entladen, bitte? Oder geht das nicht? Hä? Moment. Geht das nicht hier? Da ist gerade meine Uhr wieder. Warum entlässt du die Flieger nicht? Hallo? Ich würde schon ganz gerne die Flieger jetzt mal rauslassen hier. Ja. Habt ihr nichts mehr? Doch, ihr habt doch noch welche. Aber irgendwie wollen sie nicht. Okay, Freunde, dann. Warum ist der leer? Okay. Jetzt haben wir noch mehr Einheiten. Wir haben doch noch mehr, oder? Ja, da. Okay, nee, dann würde ich sagen, Freunde, dann funktioniert das irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Mysteriös. Auf jeden Fall, jawohl, können wir dann hier jetzt einmal den Weg frei machen? Landung auf der Erde. Landung auf der Erde, Freunde. Hallo? Lad doch ab. So, jawohl. Alles klar, dann. Bam. So, hier, drauf los, los. Schwiebepanzer. So, und kabäms. Und sehr gut. Und ihr könnt bitte diesen Turm hier oben kaputt machen. So, dann schießen wir uns mal den Weg hier durch. Landung auf der Erde. Ach, guck doch, was haben sie denn hier? Interessant auf jeden Fall. So. Ah, okay. Ja, hier ist das erste Kapitol tatsächlich schon. Oh, und die haben doch mehr, als ich dachte hier. Guckt euch das an. Die haben mehr, als gedacht. Krass. Das verlieren wir. Wow. Nicht übel, liebe Erde. Tatsächlich nicht übel. Okay, das heißt, wir müssen hier uns nochmal neue Einheiten holen. Das ist unerwartet. Aber okay. Ich würde euch jetzt ganz gerne mal hier rauslassen. Warum entladet ihr euch nicht? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ihr müsst euch doch entladen können. Einer ist da. Ein Weltraumgleiter. Ach so, müssen wir die immer bauen? Okay. Ja gut, aber sehr effektiv sind die jetzt nicht unbedingt, ne? Gegen die Flak hier. Das heißt aber wir können die doch hier loslassen. Ich meine, wir haben ja noch welche, ne? So, okay, aber das heißt, wir haben unsere Weltraumgleiter. Das ist sehr gut. Also Raumjäger, ne? So. Durch dieses Wurmloch könnten Erdstreitkräfte leichter zum Mars gelangen. Oh, shit. Ja. Ah, haha.
Okay, ja gut. Das ist okay. Wir haben ja alles abgesichert im Prinzip, ne? Gut, dann... Mach mal bitte, dass ihr länger fliegt. So. Ein bisschen mehr Schaden und ein bisschen mehr aushalten wäre ganz gut, ne? So, dann könnt ihr hier schön weiter bomben. Aber nicht das Kapitol zerstören. Nicht das Kapitol zerstören, Leute. Um Gottes Willen. Ihr sollt bitte lieber die Türme hier kaputt machen. So, wunderbar hier. Dann einmal hier drauf. Ja, wobei vielleicht... Was? Der Turm existiert noch? Warum? So, Raumjäger, Freunde. Das sind richtig coole Einheiten. Die können nämlich sowohl im Weltraum als auch auf Festland fliegen. Richtig nice. Und, der Turm da unten lebt irgendwie immer noch. Okay. So. Ihr macht mal diesen Schwebepanzer hier kaputt und erkundet mal bitte den Bereich hier. Uiuiui. Pew, Autosave. So. Also wir dürfen kein Kapitol zerstören tatsächlich, weil wir die erobern müssen. Ja. So, machen wir die Türme weiterhin platt. Und ihr beide bitte auf diesen Turm. Genau, auf diesen Turm hier am besten. Und am besten nicht das Kapitol zerstören, wie gesagt, weil wir... Wow, okay, er hat eine Flak da. Kabäum. Alles. Und ihr lasst bitte das Kapitol in Ruhe. Verdammt nochmal. Das ist schon halb kaputt. Ihr seid mehr welche. Das Kapitol machen sie immer kaputt. So, hier ist noch ein Turm, den könnt ihr wegmachen. Ja, so viel haben die Erdlinge aber gar nicht. So viele Einheiten. Jetzt lasst doch mal dieses Kapitol in Ruhe. So, dann, oder macht einfach hier oben einen Sammelpunkt oder so. Ne, dann, damit die dich immer hier das Kapitol angreifen, das darf ja überhaupt nicht sein. Und was ist hier oben los? Ah ja, okay, schaut mal. Die haben ihren Spaß. Ja, finde ich gut. Jawohl, das kriegt ihr aber weg hier. Komm, zack. Jawohl, sehr gut. Alles klar, ich meine, so, dann haben wir es ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal nur mit Panzern rüber. Butterpop, butterpop, butterpop. So, weiter geht's. Auffüllen. Mit Panzern und mit Ares-Robotern am liebsten. Aber warte mal, der ist noch nicht voll. Jetzt ist er voll, okay. Dann kommt ihr bitte Ares-Roboter mit rein. So. Und ihr bitte noch auch noch hier. So. Genau, Panzer und Ares-Roboter, liebe Freunde. So. Das heißt dann, können wir uns wieder hier, ja, bewegen. Und, genau, gucken wir mal. Lassen wir mal bitte die Raumjäger nochmal raus. Okay, hier oben scheint alles weg zu sein. Das ist sehr gut, okay. Dann macht ihr mal bitte dieses Flugfeld hier weg. Maschinen auf volle Kraft. Jawohl, hier. So, genau. Und ihr schickt bitte eure Raumjäger. Genau, hier hin. Ja, wobei, da ist ein Kapitol. Bitte dich kaputt machen, ne? So, Generäle, seid ihr hier? Nein, ihr seid noch hier unten. Generäle? Wichtiges Handelsschiff. So. Naja, was heißt Handelsschiff? Wichtige Fracht einfach. So, alles klar. Ah, die halten ja nix aus, die Dinger. Schaut mal. Die halten ja nix aus. Dann mach bitte hier die Einheiten weg. Genau, die Einheiten weg. Ganz wichtig hier. Aber dicht auf das Kapitol, bitte. Nicht auf das Kapitol schießen, Freunde.
Weil das könnte böse werden, wenn wir die zerstören. Meine Güte, wie viel halten diese Männchen eigentlich aus? Diese Wachmänner. Maschine voller Kraft. Jawoll. Alles klar, dann machen wir einmal abbrechen. Ich meine, das kriegt ihr ja noch kaputt, oder? Denke ich mal. Ja, könnte knapp werden. Könnte echt knapp werden. Ah, verdammt. Schade. Ah? Ah, er kriegt's kaputt. Haha, danke schön. So, ah, wunderbar hier. Wunderbar. Maschinen auf volle Kraft. So, dann. Geh auf den Turm. Und währenddessen kommen unsere Generäle erstmal an. Uiuiui, wo kommt der denn her? Kaputt machen, los. Nö, nix. Du, da machen wir schon mal gar nichts. So, alles klar. Kommt der denn her jetzt? Okay, hier sind unsere Generäle, Freunde. Und dann können wir hier sagen, entladen bitte. Ah, sehr schön. Die Panzerarmee hier. Ah, so gut. Wie sie sich aufreihen. Richtig geil. So. Okay. Dann haben wir hier nämlich einmal Team 1 und können jetzt hier, ja, klar Schiff machen, würde ich sagen. Auf der Erde, jawohl. Ja, wobei, wartet mal, die Panzer können wir erstmal hier lassen. Machen wir das mit unseren Lieblingsrobotern. Jawohl, Freunde. Nämlich möglichst verlustfrei. Und, ja, wir greifen unseren Heimatplaneten an. Das ist wirklich richtig krass. Normalerweise ist es ja aber andersrum, dass wir die Erde spielen und ins Weltall ausbreiten. Ja, wobei, das hat man ja hier bei Empire Earth auch schon gemacht. Ne, so ist ja dich. Das hat man ja hier auch gemacht. Hey, die wehren sich ja. Okay. Na gut, aber wir haben eine Übermacht hier mit unseren 10 Robotern. Ah, es sind nämlich tatsächlich genau 10 Stück. Ja, so. Ihr lasst aber bitte schön das Kapitol in Ruhe. Es hält zum Glück mehr aus. So, wir übernehmen die Erde, liebe Freunde. So, ich glaube, das war's an Gegenwehr. Mehr war es hier wirklich nicht, ne? Das ist irgendwie interessant. So. Oder ist hier in der Ecke vielleicht noch irgendwas? Nein, lass die Kapitole in Ruhe. So, es könnte sein, dass hier in der Ecke noch irgendwo Einheiten sind. Lass das Kapitol in Ruhe. Verdammt nochmal. Aber nö, hier scheint nichts mehr zu sein. Alles klar, dann... die Generäle. Oh doch, da. Da irgend... Ach so, eine Flak. Ja, machen wir die auch noch weg. Ich meine, warum nicht? Wir können es ja. Ja. Kabum. Und das war's mit der Erdenarmee. Also wir haben gar nicht so viele gebraucht. So, dann hier. Hallo Generäle. Und dann hier. Einmal so, zack. So, dann übernehmen wir mal ein Kapitol nach dem anderen. Wehe, das sind jetzt Einheiten. Wehe, da kommt jetzt 10 Atombomber raus oder so. Ja, das wär's ja. Nee, ich denke mal. Ja, Okan, euer Begehr. Was? Hört ihr auf zu schießen? Ihr sollt einfach nur in die Nähe gehen. Okay, wir haben ein Erdkapitol. So muss das sein, Freunde. So muss das sein. So. Panzer hier, ja. Haben wir alle gar nicht gebraucht, schaut euch die an. Krass, Freunde, es neigt sich dem Ende entgegen. Empire Earth, ja. Ist fast vorbei. Meine Güte. Wir haben ein Erdkapitol erobert. Das war's, ne? Mehr gibt's hier nicht.
Heftig. Einfach heftig. Ja. Sie haben gesiegt. warum auch immer. Ja, beziehungsweise was auch immer. Das war's. Es kommt keine Schlusscutscene mehr. Ja. Freunde. Das war's. Mehr ist jetzt wirklich nicht mehr zu tun. Das war die letzte Mission. Das war die letzte Schlacht. Das ist ein bisschen stiller vorbeigegangen, als ich gedacht hätte. Aber okay, ja. Und... ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Normalerweise kommt immer noch so eine schöne Endcutscene. Ach, guck mal, und hier sehen wir die Spawner. Ne, wo die Einheiten immer herkamen. Da sehen wir die. Aha, okay, ja. Alles klar. Ja, Freunde, dann war es das mit der asiatischen Kampagne und mit dem Empire Earth Projekt. Dann gucken wir uns nochmal kurz die Statistik an, würde ich vorschlagen. Wir haben die Erde erobert. Ohne Endcutscene, das ist auch interessant. Ja, schaut euch das an. Mars-Allianz. Mhm. Armeestärke im Verlauf der Zeit. Ja, wir waren ordentlich, ne? So. Ach, da sind auch unsere Port Chernobyl und Baker's Ridge noch dabei. Ja. Ja, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Also, ich hoffe mal, dass euch dieses Projekt sehr gefallen hat. Und möchte mich einfach an dieser Stelle, auch wenn es ein bisschen unepisch ist, einfach bedanken, dass ihr dran geblieben seid. Also Empire Earth, wirklich eine richtig, richtig geile Spielserie, muss man ehrlich sagen. Und ja, hat mir verdammt viel Spaß gemacht, über 100 Folgen. Und ja, wie es jetzt mit dem Nachfolgeprojekt aussieht, ich weiß nicht. Also ich tendiere echt zu Silent Hill, weil ich kriege es nach und nach tatsächlich zum Laufen. Und ja, dann gibt's erstmal strategiemäßig erstmal nichts mehr. Beziehungsweise, wenn man SimCity als Strategiespiel bezeichnen mag, ist das in Ordnung. Aber ich meine, so kriegmäßig gibt's jetzt erstmal zumindest wieder nichts mehr. Aber wie gesagt, SimCity 4 wird ja auch irgendwann mal vorbei sein. Und danach würde ich vorschlagen, machen wir wieder ein schönes RTS, und zwar Warzone 2100. Da freue ich mich auch schon drauf. Ist ein Free-to-Play-Game aus den 90ern. Von Eidos Interactive. Aber nur gut, Freunde, wie gesagt, ich möchte mich bei allen Zuschauern hier bedanken, die dabei geblieben sind, dass ihr habt das Projekt nochmal belebt. Und ja, da fallen mir zum einen ein der Flying Dragon, der Elite-Paar, der Hiski hat zugeschaut, bevor ich jetzt jemanden noch vergesse, den Pixel-Tee und ich sag jetzt einfach mal, und viele mehr. Es sind so viele Leute da. Ich habe keine Datenwerk, sorry dafür. Und ja, wie gesagt, bleibt es auch nichts weiter als Abschied zu nehmen von Empire Earth, von diesem wirklich, wirklich schönen Spiel. Und ja, dann hoffe ich mal, euch beim nächsten Projekt wiederzusehen und das gemeinsam mit euch zu erleben. Ne? Dann macht's gut, euer Sebi. Ciao, ciao.